Transfer? Es ist so, dass ich schon seit geraumer Zeit mit Thomas in Kontakt stehe. Der erste Kontakt, der kam schon beim Sommer zustande. Allerdings hat Thomas dann nach dem Aufstieg eben natürlich gesagt, ich will es in der zweiten Liga nochmal wissen und ich will dort meine Chance einfach nutzen. Im ersten Halbjahr hat sich dann herausgestellt, dass man in Duisburg nicht mehr in dem Maße auf ihn baut, wie Thomas sich das vorgestellt hat. Deswegen wurde zum einen dort über eine Vertragsauflösung gesprochen und logischerweise haben wir wieder Kontakt aufgenommen und ich bin jetzt sehr, sehr dankbar, dass die Geschichte noch geklappt hat. Ich verspreche mir von ihm verschiedene Faktoren. Zum einen glaube ich, dass wir in der Offensive nicht nur einen sehr erfahrenen und gestandenen Spieler gewinnen, sondern einen sehr, sehr flexiblen, der in den letzten Jahren sowohl auf der Außenbahn als auch im Zentrum viel, viel Spielerfahrung auf höchstem Niveau gesammelt hat. Ich empfinde es immer als sehr, sehr angenehm, mit Spielern zusammenzuarbeiten, die schon häufiger aufgestiegen sind in ihrem Leben, weil die wissen sehr genau, was ist in einer Gruppe notwendig, um langfristig Erfolg zu haben, um das ganz große Ding reißen zu können. Das ist bei Thomas mehrfach der Fall gewesen. Darüber hinaus bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir von seiner Wucht, von seiner Geradlinigkeit und von seiner Erfahrung durchaus profitieren können. Die einzige Unbekannte ist logischerweise sein absolutes Leistungsvermögen, sehr kurzfristig und aktuell, weil er in Duisburg eben über einen langen Zeitraum nicht gespielt, sondern nur trainiert hat und wir leider Gottes eben so keine richtig typische Vorbereitung haben. In der nächsten Woche geht es ja schon los. Insofern wird es mit Sicherheit ein sehr sensibler Prozess sein, ihn zu begleiten, bis er dann auch tatsächlich wieder auf 100% Spielniveau ist. Naja, zum einen ist es natürlich so, dass der Thomas sich in der ersten Phase mal darauf konzentrieren soll, gut in der Mannschaft anzukommen und sein maximales Leistungsvermögen abzurufen. Dafür wird es sehr, sehr schnell wichtig sein, in welcher Position er uns hilft. Ich gehe einfach davon aus, dass er gegen Jena vielleicht noch keine direkte Option für die Startelf ist, aber mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten ist er mit Sicherheit immer ein Spieler, der von der Bank aus ein Spiel in jeder Spielsituation verändern kann. Ich glaube auch, dass uns das sehr, sehr gut tut, weil wir dort in der Hinrunde mit Sicherheit in dem einen oder anderen Spiel durchaus Probleme hatten. Darüber hinaus erhoffe ich mir natürlich, dass er einfach nochmal brennt, es beweisen zu wollen. Das hat er mir nachhaltig versichert, sonst hätte er das Ding hier nicht machen müssen. Und das, glaube ich, bedeutet dann am Ende, dass wir einen sehr erfahrenen Spieler dazu gewinnen, der vor allen Dingen über eine enorme Durchschlagskraft in vorderster Linie verfügt, über eine enorme Körperlichkeit verfügt. Und ich glaube, das sind Faktoren, die sehr harmonieren mit unserer grundsätzlichen Spielidee, die sehr aktiv und sehr athletisch ist.